Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Minecraft-Projekt-Server. Und wieder mit dabei ist der Felix. Und ich bin ein Mensch, der nur isst. Ja. Aber Enzo, was sind wir denn hier? Ja. Soll ich dir mal erklären? Ja, klar du mal. Okay, passt auf. Wir haben uns nämlich offscreen, das haben wir uns getraut, mal ein bisschen rumzulaufen durch die Map und ein bisschen rumzugucken. Wir haben da hinten ein, wie nennt man das, Eisbiom gefunden. Hallo Enzo, dreht rum. Ja, ja, ich bin doch. Also. Da! War denn? Wo ist von hinten? Da! Da! Hinten ist ein Eisbiom. Da ist ein Fichtendingens. Weißt schon. Hier ist ein Sandbiom und da hinten ist so eine Savanne. Und wir haben uns halt hier offscreen mal hingegeben, weil da können wir gleich ein bisschen Sand farmen. Wir können ein paar Kakteen holen, weil bei uns in der Nähe gab es das halt nicht. Und ehe wir da eine 3000 Stunden Folge, also da ist übertrieben, aber ehe wir da noch. Wir haben schon lange, wir haben schon sehr lange gebraucht, bis wir hier waren. Ja, und ehe wir da folgenlang gelaufen wären, dachten wir uns, komm, wir gehen um ein Inventar zu holen. Dachten wir uns, ja komm, wir gehen, wir suchen einfach mal aufspielen in Sandbiom. Da sind wir halt losgelaufen und haben dann so dann hier raufgestoßen. Vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwas, falls wir auch das ist, wenn wir rücklaufen, falls wir das wieder aufnehmen sollten, vielleicht finden wir da ja noch was. Ja, eigentlich gibt es nichts mehr zu erzählen, oder? Nö, also Felix, ich habe hier gerade ein Dings gefunden, ein Boot. Ja. Mit einer Schatzkarte und der Schatz ist auch komplett gleich in der Nähe. Das ist gut. Ja, ich brauche hier gerade ein paar Kakteen ab. Die Frage ist, Kaktus wo muss man hinlaufen? Ja, mach du das mal, solange du dich nicht verläufst, ist ja alles okay. Ja, okay, ich glaube, ich weiß, wo das Ding ist. Komm, lass mich hier einen Kakteen. Ja, und so ein Biom hatte ich persönlich, muss ich sagen, so Privatwelt oder so. Oder Minecraft. In meiner Minecraft-Laufbahn hatte ich so ein Biom noch gar nicht, wo so viele in der Nähe waren. Ich hatte auch noch nie vorher so ein Eisbiom gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich habe hier einen Schatz. Also ich bin hier an der Stelle, wo der Schatz ist. Ja, dann grab mal fleißig. Oder jetzt mal noch ein bisschen Sand gleich. Sand brauchst du nicht suchen, den tue ich gerade automatisch vorm. Ja, den Sand haben wir ja theoretisch auch zu Hause, aber ein bisschen Mädchen. Ja. Ein bisschen kann ja nicht schaden. So, der Sand ist meistens nur auf der Stelle, der Schatz ist meistens nur auf der Stelle, wo auch Sand ist. Und das ja, ist hier ganz Nacht überhaupt überleben. Okay. Hier, weil hier ist übelst viel Stein. Aber so einen Schatz zu finden. Ah, hier ist er doch. Ui. Jetzt sind wir was drin, aber. Drei Diamanten. Drei. Ja. Eins, zwei, oder? 10 mal Eisen. Ja. Haben wir auch noch einiges zu Hause? 2 Prismarinkristalle. Keine Ahnung, was ist das? Ein Herz des Meeres. Klingt nützlich. Und dann noch Kabeljau. Ja. Ja, ne? Ja. Ja, und falls wir mal Eis brauchen oder so, können wir uns ja auch. Wenn wir mal Behutsamkeit auf einer Schaufel haben, können wir uns ja dann auch mal hier auf den Weg her machen und können. Können wir ja sogar, weil wir ja viel Automatisches und so machen wollen, da können wir ja auch mit Bootsautobahn mal bauen. So. Hast du. Dingsens, hast du noch Platz im Inventar? Wenig, kommt drauf an für was. Oder ein paar Sachen, weil mein Inventar ist schon ganz schön zu.
Ja, bei mir würde noch was passen, ein bisschen, aber hier sind ganz schön viele böse Leute bei mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Das kann Was man uns auf essen? jeden Fall hier das merken, weil, falls wenn wir dann mal eine Spitzhacke mit Behutsamkeit haben. Schaufel, glaube ich. Nee, Spitzhacke für das Eis. Da muss man eine Schaufel anwenden. Nein, fürs Eis. Spitzhacke mit Behutsamkeit. Also mit, Ich dachte, du musst ja. Schaufeln mit Behutsamkeit. Schön. Hier Ich ist nehme ein deinen Zuckerrohr mal noch mit. Slenderman. Ja. Bei mir sind auch ganz viele böse Leute. Können wir wieder zusammenkommen, wenn du hier kommst? Ja, du blöde Spinne, ich habe ein Diamantschwert. Ja, wie gesagt, also wenn ihr die Folge seht, ist ja eins her. Es tut mir wirklich leid für die Folge mit dem Enzo, die von mir aufgenommen wurde, dass man dann Enzo kommen hört. Wie Alter, der hat gesagt, mich jetzt erst zweimal gehittet und ich den vielleicht fünfmal oder so. es tut mir wirklich leid, aber ich konnte da nichts machen. Ja, das war wirklich blöd. Also ich habe das auch direkt danach eingestellt. Wir haben, das lag an meinem neuen Mikro, das hat so genommen und dann hat es ein Enzo aber automatisch leiser gemacht. Nicht verrecken. Ja, ich hab ihn. Und da hat es ein Enzo automatisch leiser gemacht. Und ja. Deswegen. Und in der Folge direkt merkt man sowas ja nicht. Creeper! Alter, ich habe zwei Herzen, einen Hals. Dann Enzo, ess mal kann bitte was. jetzt wieder herkommen. Wo bist du? Weil hier in der Wüste immer noch, Ja, ich wo auch, ich aber. vorhin war. Nein, ich bin vergiftet. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Komm an Richtung Eisbio. Okay. Oder schwimme auf diese Insel da. Ne, ich lauf gerade. Ja, bei mir ist auch ein Enderman. Richtung Eisbiom. Ah, hier ist auch ein Enderman, ja. Aber. Rechts, so an der Ach, da anderen drüben bist Sandlinge. du. Ach da, hallo Enzo. Ja, ich warte die ganze Zeit da hinten. Wir müssen uns jetzt hier mal kurz auf der Insel ein bisschen Platz machen und kurz beschützen, weil die haben mich gerade fast alle umgebracht. Die auch. Achtung, Zombie. Ihr habt alles im Griff. Bisschen. Gut. Mal die Knochen hier, ja, da können wir vielleicht finden wir noch irgendwo einen Wolfi. Oh, hier ist ein Wasser. Ein Toter. So ein Ertrunkener, oder wie das heißt. Woher, du kleiner Fatz? Da war nichts verbracht. Hier unten Fischis und Schildis. Das ist ein riesiges Eisbären. Ich hole mir jetzt hier noch ein bisschen Sand, weil ich schon Platz habe. Mach das. Ich leuchte auch gleich mal ein bisschen aus, dass ihr nicht direkt in unserem Gesicht Monster spawnt. Hier wäre aber auch hier ist aber auch eine coole Gegend. Oh, Enzo, guck mal hier rüber. Wo bist du schon wieder? Von Nicht was habe ich Marco. jetzt Schaden Hier. gekriegt? Guck mal hier. Guck mal. Guck mal hier rüber, das ist nicht gut. Was Zwei denn da? Creepers und zwei Skelette. Das sind doch nett. So, dann hole ich hier gleich mal noch ein bisschen Eisen. Eisen. Ich bin auch völlig verwirrt von unserer Eisensuche. Letzte Folge. Enzo. Die haben sich selber in die Luft gejagt. Ja, ich Beziehungsweise dachte, der du bist andere nicht den tot. anderen. Du sagst ja nicht hin, du bist schon halb tot. Und Stimmt hier gar nicht. stecken 1000 Pfeile. Gar nicht, sondern nur Zombie. vier. Auf Ach jeden ja. Fall getötet. Axt dabei. Enzo, was hast du in deinem Inventar? Hast du Brot? Nee. Hast du Schienen? Antriebsschiene, Schiene, irgendwas? Wieso? Na, dann könnten wir das sammeln. Also ich würde. Nee. Was hast du? Hast du Schwarzpulver? Schwarzpulver, nein.
Hast Aber du du. könntest mir Kakteen geben. Ja, hier. Ich habe auch Sand. Hey, hast du nur einen Kaktus? Ja, hast du Pfeile? Ja, hier. Ich hab auch Knochen. Ich hab Danke. Blumen. Ich hab gar nicht mehr Okay, also Blumen. Blumen brauchen wir nicht. Ich habe. Und ich habe einen Leinen, 2 Stück. Und 8 Lapis. Wie viele Lapis hast du? Lapis, ich habe 54. Gib mir mal das Ich Lapis. hab hier. Achtung, hier ist ein Skeletto. Da gehe ich mal hin. Komm her, ey! Hör, das ist Stress, Junge! Komm her, hallo! Bam, Junge! Gib mir mal wieder die Pfeile. Gut, so. Hast du rohes Rindfleisch? Ich habe vor allem verrottetes. Okay, das Rindfleisch, das kann man eigentlich weghauen. Ey, der hat eine Schaufel! Eine Eisenschaufel! Ja. Oh, jetzt ist ein Ertrunkener. Er hat sich gerade zu einem Ertrunkenen verwandelt. Gerade war es bei mir noch ein Zombie und jetzt ein Ertrunkener. Mhm. Also, da ist Zombie und Trapphaus, 2 Stück. Ich weiß. Ich denke, hier weg. Ist nicht gut, was du machst. Nee, 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 ganz böse, Junge. Gummisam. Also, ich sehe eine. Ach, da ist der zweite. Enzo, hab's gehört. Ja, das war meine Taktik, weil er dem anderen Creeper Schaden gemacht hat. Ja, ja, ja. Macht dich ja Schaden. Was denn? Kannst du in der Folge noch nachgucken? Nee. Willst du nicht sehen, mach. Weil nee. du dann falsch lagst. Ja. Nee. Naja, gut. Wenn wir dann langsam mal den Rückweg antreten. Na, wolltest du das wirklich nachts machen? Ja, es wird ja jetzt Tag. Beziehungsweise das können wir ja in deiner Folge dann machen. Ja, oder wir gehen offscreen ein Stück zurück und am Ende könnt ihr dann uns zusehen. Ich sterb hier fast, Enzo. Hilf mir. Was? Ich tue gerade Dings sammeln. Schwarzpulver. Ja, lass Enzo an, lass mal hingehen. Ich bin hier auf der gefährlichen Insel jetzt. Wo du alle möglichen Leute in die Luft gesprengt hast. Ich nehme hier gleich ein bisschen Sand. Gehe nicht mit dem leeren Inventar nach Hause. Meinst du, es ist überfüllt, oder? Ja, deswegen. Ich mache jetzt so lange, bis meins voll ist. Gut, also. Warte mal. Theoretisch müssen wir in die Richtung, wo du jetzt guckst. Ja, ja. Soweit ich mich erinnern kann. Ich wollte bloß gerade erst gucken. Ich habe jetzt 8 Dingsens. Felix, was ich ganz gerne noch machen würde, ich würde gerne die Schatzkarte noch vollkommen aufdecken. Hast du noch nicht? Nee, ich habe nur den einen Teil aufgedeckt. Wie? Na, ich habe nur ein bisschen was aufgedeckt gehabt. Hey, wie kann man was aufdecken? Ja, von der Schatzkarte. Den ja, den habe ich auch schon längst gefunden gehabt. Was, wie jetzt mit der Schatzkarte? Ich will die komplett aufdecken, damit ich mir dann die, damit ich mir die dann, damit wir uns die dann ins Haus hängen können. Ja. Ich mach das. Ich hole Wasser auf mich. Wasser auf mich. Sonst verlieren wir uns. Ja, ich bin schon los, ne? Hey, nee, bleib mal da, wo du bist. Ich weiß ja, wo wir waren. Okay, dann bleib ich hier, wo ich bin. Ich glaube, wenn ich mit Haus war. Dann tue ich ja mal das eine Brot weg. Das alte Brot kommt jetzt auch nicht mehr an. Das kannst du ja auch essen. Nee. Nee. Jetzt hab ich wieder Platz. Jetzt sind schon wieder kaputt gegangen. Komm mal her, das Brot. So. Gucke, ich hab's so gut genutzt. Ich hab's gegessen. Bin ich ein guter Junge. Für Kreda. Nur für Kreda machen wir das. Oder. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Jetzt werden wir hier noch irgendwie Strike. Wegen Beleidigung oder so. Genau, wenn wir hier. Wieder, da werden wir gebannt. Ja. Da werden wir gebannt von Kreda. Ja.
Wir kommen dann zu uns nach Hause. Oh, was soll das? Ja, habt mich beleidigt. Alter, jetzt komm ich mal zu deiner Mutter, da muss ich mal ein ernstes Wort reden. Ganz auf People or Die. Beep. Worte zensiert, Leute, alles gut. Beep. Was ist Datenschutz? Nee, nicht Datenschutz, das ist hier. Gut, ich hab's vollkommen aufgedeckt. Hier, dann komm mal zurück, Enzo, du kleine Fotz. Dann treffen wir uns noch und dann müssten, warte, ich guck auf die Uhr, ich hab mir diesmal gemerkt, es sind sogar schon fast 16 Minuten. Ja, es sind schon 16 Minuten. Ja, sag ich ja. Und so gut, ne? Ich hab geguckt auf die Uhr. Ist so gut, geh hört hin. Dann komm mal zu mir und dann warte mit der Folge, lass mich bewegen, da, aber die beiden Kanäle vor, du kannst gar nicht vor, mit dem Basen. Das müssen wir hier zensieren, ja, piepen. Keine Ahnung. Weil man dich hört. Dann müssen wir das komplette Video piepen. Ja, immer so. Na Felix, was sagst du dazu? Wie man sieht, sieht man nichts. Inzo, wo bist du? Ich habe Aua, ich habe ein Weh. Hast Aua? Ja, ich habe Aua im Kopf. Ich habe einen Kopf, ja, das ist klar, dass du Aua im Kopf hast. Bist du das da vorne? Aua im Kopf. Ah, nee, das ist ein Fisch. Bist du das da vorne? Nee, das ist ein Fisch, ich sehe dich. Ja, ich habe... Ja, wo bist du? Ich habe dich gerade mit dem Fisch verwechselt. Sehe ich nicht. Wo bist du? Ah! Woo! Wie geil! Jetzt bin ich weg, also. Bisschen loser, ich bin. Guck mal, was ich jetzt mache hier. Guck mal, ich verschmutze das ganze See. Das ganze See. Ja, den ganzen See. Guck mal, überall schwimmt Sachen oben. Loser. Nein, lass mich doch in Ruhe. Ha, du Ufer. Ah. Jetzt lass mich in Ruhe, sonst kriegst du aufs Mull. Komm her, hä? Jetzt scheiß. Nein, nein, ich sterbe. Ui, verdammt. Ich bin wirklich verdorben. Ne? Mach mir mal in Ruhe. Ja, komm, jetzt gehen wir mal nach Hause. Zu Ende jetzt. Ah, ja, genau, ja. Hm. So. Da würde ich sagen... Was ist mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst auf jeden Fall bei meinem und auch bei Felix seinem Kanal ein Abo da. Hilfe Felix. Und was? Nichts. Du willst mich schlagen. Nee, und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und ja, ich wollte mich nochmal bedanken. Also, dass wir jetzt die 10 Abonnenten geschafft haben. Beziehungsweise schon geknackt haben. Ich weiß, das ist nicht sehr viel, aber für mich ist das jetzt schon viel. Und ja, das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen. Und schaut auf jeden Fall bei Felix seiner Folge vorbei. Und ja, da würde ich sagen, war's das. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss!